Mit dem Gewehr und der verrückten Maske, dein Atem riecht nach Blut und du knurrst wie ein tollwütiges Tier. Willkommen zurück zu einem weiteren Video, in dem ich euch zeigen werde, wo ihr die Rüstung des Gefangenen herbekommt. Yeah. Um zur Rüstung zu gelangen. Ihr fangt ja bekanntlicherweise in diesem Gebiet an. Das ist das erste Bonfire. Und macht euch erst einmal ganz normal auf dem Weg in die Festung. Das hier ist das große Tor. Das ist immer so ein guter Orientierungspunkt. Da bekommt ihr das Pferd und könnt euch dann anfangen zu skillen. Dann betretet ihr die Burg. Und wenn ihr jetzt die Burg betretet, folgt ihr immer weiter dem Weg hier hoch. Und ja, ich weiß, diese Brücke ist eingestürzt. Aber es gibt hier einen geheimen Schleichweg. Das bedeutet, ihr geht über die Brücke und geht hier. Ihr nehmt diese kleine Passage. Das ist wirklich so am Rand. Ihr bewegt euch wirklich so am Rande entlang. Und irgendwann beginnt ihr wieder auf die Straße zu kommen. Ihr seid wieder auf der Straße und reitet immer weiter in den Norden. Immer weiter schön in den Norden. Lasst euch von nichts abbringen. Immer weiter in den Norden. Ihr könnt nochmal kurz Rast machen. Und müsst in den Brunnen runter. Achtung! Vor dem Brunnen steht ein großer Grobian, der euch natürlich nicht vorbeilassen möchte. So. Da geht's natürlich runter. Ja. Ganz große Warnung. Ihr werdet sehr starken Gegnern begegnen. Es gibt wirklich fiese Ameisen und Höhlenbewohner, die sich wie Druidikas durch die Gegend bewegen. Schafft ihr es dennoch, kommt hier jetzt noch etwas ganz Schwieriges, nämlich werdet ihr von einem ziemlich starken Gegner beschossen. Ich kann ja mal ganz kurz hier rausgehen. Das ist nämlich so eine ziemlich starke Pflanze, die ziemlich viel Schaden macht. Magieschaden, wohl gesagt. Ja, und die beschießt euch die ganze Zeit über. Und ihr müsst halt wirklich da den Möchtegern-Tridikas ausweichen. Und hoppla, die kann ja sogar hier durchschießen. Ja, ihr müsst diesen Regen ausweichen, plus den Druidikas, die da unten rumlaufen, denn diese Höhlenbewohner bewegen sich halt wie Druidikas fort. Und dann rennt ihr hier in diesen Tempel rein. Und in diesem Tempel befindet sich halt ein Waffenhändler. What are you buying? What are you selling? Dann redet er mit ihnen und der hat natürlich die Lumpen, beziehungsweise die Rüstung des Gefangenen. Ja, ich habe mich aus gutem Grund am Anfang nicht für den Gefangenen entschieden, weil die Rüstung nicht allzu prickelnd aussieht, aber als Sammlung, weil ich ja gerne die ganzen Rüstungen und alles mögliche alles sammle, ist es natürlich meine heilige Pflicht, das mitzunehmen. Obwohl, das Ding ist besser als mein Helm. Okay. Ich nehme das mal zurück, also als besserer Helm, ergänzt sich auch ziemlich gut für meine Rüstung, aber trotzdem. Ja, über Geschmack lässt sich natürlich streiten. Gefangenen. Hier, das sind die Lumpen, genau. Das packen wir mal weg. Das ist natürlich noch die Hose des Gefangenen. Und ehe es euch versieht, könnt ihr den Gefangenen cosplayen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass der Helm besser ist als mein jetziger. Gut, meine Lieben, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Passt euch auf, was du, meine Freunde. Ciao.